Die Kapelle ist benannt nach Königin Friederike von Hannover, 1778 bis 1841, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz. Ihre Schwester war die spätere Königin Luise von Preußen. König Ernst August von Hannover, 1771 bis 1851, stiftete diese Waldkapelle der Gemeinde Bad Rehburg und benannte sie nach seiner Gemahlin Königin Friederike. Ausschlaggebend für den Bau dieser Kapelle war der Kuraufenthalt der Königin in Bad Rehburg im Jahre 1840. Angetan von dem Badeort ging sie mit dem Wunsch, ihrem Kurort ein Gotteshaus zu stiften. Die festliche Einweihung, die unter großer Anteilnahme der hannoverschen Landesprominenz am 24. August 1842 stattfand, erlebte die ein Jahr vorher verstorbene Königin nicht mehr. Damals hielt der Rehburger Pastor Steinmetz die Weihepredigt. Georg V., Sohn von Königin Friederike und König Ernst August, war anwesend, als am 19. Juni 1853 die Weihe der auch heute noch intakten Orgel, ein Erstlingswerk des hannoverschen Orgelbaumeisters Eduard Meyer, stattfand.